Das ist das Netz einer Pyramide und die Pyramide soll nicht so langweilig sein wie eine ägyptische Pyramide. Deswegen ist die Grundfläche, hat zwar vier Ecken, ja, ist aber kein Quadrat. Ich könnte auch sieben Ecken oder acht Ecken machen. Und wenn ich die aber zusammenfalte, dann merke ich, ich habe ein Problem, das passt nicht. Ich kriege da hier oben keine schöne Spitze. Die Kanten, also wenn ich jetzt diese Kanten hier mir anschaue, die sind ungefähr gleich lang, das funktioniert. Aber diese Kanten sind nicht gleich lang. Also die erste Bedingung, die ein Netz erfüllen muss, ist schon mal, dass benachbarte Kanten gleich lang sind. Und dann kann ich dann hier so in den Zirkel gehen und darüber greifen. Ja, immer mit dem Zirkel rüber und dann bekomme ich das. Und jetzt gibt es noch eine zweite Regel, die erfüllt sein muss, damit sowas nicht passiert. Und zwar, wenn ich mir jetzt anschaue, die Spitze, welchen Weg geht die Spitze? Wenn die jetzt, die kann sich ja hier so frei bewegen, dieses Dreieck. Und da zeichne ich jetzt von der Spitze hier eine Senkrechte. Also da ist die Kante, genau, Senkrechte. Ich habe kein Geodreieck, bin ich zu Hause. Genau, das muss natürlich eigentlich immer. So. Mathematiker ohne Geodreieck hier. Also das gehört sich eigentlich mit dem Geodreieck. Und dann sieht man, die Spitze ist immer oberhalb, ja, von dieser Linie. Und das gleiche mache ich jetzt mit allen Spitzen. Ja, immer mit Geodreieck natürlich. Hier immer rechter Winkel und rechter Winkel und rechter Winkel. So, 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 so. Ja. Und bei meiner Pyramide schneiden die sich nicht, die können also keine gemeinsame Spitze entwickeln. Aber wenn ich darauf achte, dass diese vier Linien sich in einem Punkt treffen und dass die Kanten alle gleich lang sind, also wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann ist es ein Netz, das funktioniert.